Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Kaum habe ich die Aufnahme der letzten Folge beendet, kriege ich hier schon gleich mal wieder eine Arbeit auf den Kopf gedrückt. Genauer gesagt, sie möchten jetzt gerne unbedingt Brot haben. Finde ich jetzt aber gar nicht verkehrt, weil Brot haben wir auf Vorrat extra für so einen Fall. Und ich denke mal, warte mal, überlegen wir mal, was wir hier brauchen können. Dorfkirche, zusätzliche Bauteile, okay. Oh, hier sind wir noch nicht so weit. Bei Herrenhaus und Hecke und sowas hätte ich schon gerne. Ich denke mal, ich werde für das Volk das Ganze basteln. Weil dann kriege ich hier schon mal 10 von diesen Volkspunkten. Da kann ich dann ziemlich viel von kaufen. So. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Zum Ausliefern klicken. Einfach draufklicken. Das ging jetzt aber leicht. Yay! Und schon habe ich 14 Arbeiterschaftspunkte. Das ist doch mal schön. Okay. Super. Da freut man sich doch. Ich habe allerdings immer noch nicht raus, wie ich hier ein bisschen mehr Prunk für die Arbeiterschaft zusammenkriege. War das der Brunnen? Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist schlimm. Oder war das hier dieser Stand? Ich glaube, es war der Stand. Der gibt zumindest ein halbes Ding. Was ja auch schon so ein bisschen hart ist. Aber okay, kriegen wir hin. Immerhin sind sie fast mit der Kirche fertig. Das gibt dann mal ordentlich Kirchenprunk. Da freut sich dann die Kirche, wenn wir hier ordentlich werkeln. Wohnhaus ist auch fertiggestellt. Okay. Ah, ich glaube, die haben hier irgendwas erweitert. Ja, hier. Oh, hier passen gleich mal 4 rein. Oh, das ist schön. Da freue ich mich doch. Okay. Naja, klar, sie haben natürlich das attraktivste Haus hier erstmal aufgebaut. Das ist ja auch durchschnittlich attraktiv. Das heißt, das werden sie wahrscheinlich als nächstes erweitern. Okay. Wir haben hier 4 Prunk für die Kirche. Ich bräuchte aber 5. Boah, Leute. Leckt's mich doch. Huch. Und meine Dorfbewohner sind bürgerliche und ich habe neue Gebäude, die ich mir freischalten kann. Und eine Landwirtschaft habe ich jetzt auch. Huch. Das war jetzt gerade ein Hänger von etwa einer halben Minute hier. Sehr strange, aber es ist zumindest nicht dabei abgekackt. Faszinierend. Also das letzte Mal ist mir das Spiel dann ziemlich abgestürzt gewesen, aber was soll's. Okay, der Turm sieht immer noch scheußlich aus. Ah, egal. Ton des Glockenturms. Okay. Ich nehme das hier. Ha! Ja, kommt alle schön zur Kirche. Dong, 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 dong. Okay. Wir haben hier jetzt noch so einen ziemlich schicken Turm. Egal, bauen wir den einfach mal. Kann ja nur schlimmer werden. Und dann gucke ich mal, was hier noch so ein bisschen Punkt bringt, weil irgendwas muss es ja geben. Forsthaus, Weizenfarm. Oh Gott, Weizenfarm. Ja, ich weiß noch, da war ja was. Schäferei, Weberei. Oh ja, hier könnte ich dann auch mal selbst Zeug herstellen. Hölzerner Bergfried bringt Prunk für den König. Markt, Dorfkirche bringt das. Straßenschild. Ich frage mich wirklich, was hier Prunk bringt. Ah, okay. Hier gibt es was. Okay, ich mache das jetzt hier mal schöner. Damit wir so ein bisschen Arbeiterprunk kriegen.
Na, wir möchten hier auch einen schönen Markt haben, glaube ich. Vielleicht setzen die sich dann auch hier hin und entspannen so ein bisschen. Das finde ich jetzt persönlich ziemlich cool. So, das gibt hier sowas. Okay. Ha! Gewusst wie. Jetzt kann ich mir endlich den Fischer freischalten. Yeah! Und eine Hecke. Und das Herrenhaus. Geil. Das ist doch mal schön. Jetzt sieht das hier auch schon ein bisschen mehr marktmäßig aus. Cool. Und die Leute können sich hier hoffentlich hinsetzen, wenn sie ein bisschen entspannen möchten. Okay, gucken wir mal. Wo habe ich denn hier die Hecke? War hier nicht irgendwo eine Hecke? Ah. Ich hatte hier doch eine Hecke freigeschaltet. Schalterhecke frei. Wo ist die verdammte Hecke? Ah! Warum ist hier keine... Okay. Zierbaum. Oh, das ist ja hier... Das ist ja süß hier. Kann ich einen Zierbaum hinsetzen? Was kostet der denn? 5. Okay. Oh, der muss erstmal wachsen. Ja, okay. Ich verstehe das Problem. Ah. Hier setzen wir, glaube ich, auch mal einen hin. So, Herrenhaus. Oh, das gibt auch wieder Gedengel. Okay, gucken wir mal. Für den Chef des Dorfs sozusagen. Das ist ja witzig. Kleine Schatzkammer. Eine kleine Erweiterung ihrer Schatzkammerkapazität in ihren Kassen. Oh, das finde ich jetzt aber auch nicht schlecht. Okay, das werde ich mir dann demnächst zur Gemüte führen. Na, das wollen wir aber nicht. Nein, nein, wir bauen hier kein Herrenhaus. Ah, warte mal hier, Schäferei, bla 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 bla. Also wir haben jetzt hier richtig viel Zeug, was wir eigentlich machen könnten. Holzbrücke könnte ich auch bauen, Dorfkirche habe ich schon. Markt haben wir. Zierbaum, Pflanzenbogen finde ich natürlich auch irgendwie schick. Gucken wir mal, wie viel der kosten würde. Oh. Nein, wie das aussehen würde. Das ist aber auch hübsch irgendwie. Mensch, stell dir mal vor, du hast hier so einen schönen Eingang irgendwie bei deinem Zuhause. Oh. Straßenschild. Oh, das ist natürlich auch cool hier. Ah. Hm. Muss das erstmal jemand bauen? Ah. Egal. Jetzt muss erstmal unser hölzerner Bergfried gebaut werden. Damit unsere Leute sich ordentlich beschützt fühlen. Oh, das geht ja hier richtig fix voran, meine Güte. Leute, der macht ja hier mal so richtig zack, zack, zack weg. Krass. Nicht schlecht. Ach ja. Und dann kommt erstmal die Frage, wie schaffen wir es, diese Leute hier so zu ernähren, dass sie alle glücklich werden? Weil wir müssen natürlich erst einmal noch interessante Dinge machen. Zum Beispiel dann ein... oh Gott, hier ist so viel Platz. Also wir brauchen erstmal einen Bauernhof und dann die ganze Produktionskette durch. Ich frage mich nur, wo ich die am besten hinsetze. Wir haben hier so viel Holz, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, mal den Bauernhof werde ich hier hinsetzen, weil hier ist genügend Platz. Aber da war doch noch was. Hatten wir nicht eine Fischerhütte? Ja. Haha. Wäre natürlich geil, wenn wir es hierhin bauen könnten. Dann wäre es nicht so weit weg. Ich darf mir ja ein neues Territorium kaufen. Ich glaube, ich nehme das hier. Dann ist das nicht so ein ewig langer Weg. So, und dann werden wir hier mal die Fischerhütte hinsetzen. So, wo haben wir die denn? Hier, Fischerhütte. Och, das sieht ja toll aus hier. Cool. Kann ich hier keine bauen? Ah, okay. Muss ein bisschen näher ans Land ran. Okay, ich verstehe das Problem. Holztor. Ah ja, okay. Das ist hier für die Absicherung des Ganzen. Und
Gebäude fertiggestellt. Straßenschild. Okay. Dient der Verschönerung. Ah. Also ich fürchte, unser Straßenschild ist so ein bisschen sehr schief geworden. Egal. Es ist hübsch. Belassen wir es einfach dabei. Beim Klerus müsste ich jetzt demnächst auch mal ein bisschen Eindruck schinden, fürchte ich. Aber hier bin ich drauf gespannt, auf die Fischerversorgung. Weil seien wir ehrlich, ein Stück Fisch für 100 Gold ist schon so ein bisschen ein arger Wucherpreis. Okay, sie schwebt jetzt hier mal so ein bisschen in der Luft rum und baut das dann von oben. Kein Problem. Wenn du meinst, wer bist denn du? Bist du Emma? Antonia. Auftrag abgeschlossen, baut einen hölzernen Bergfried. Das ist doch mal schön. Ich habe hier irgendwas gekriegt. 50, keine Ahnung was. Das Königreich hat euren Bergfried bemerkt und könnte euch bei einer Militäraktion ersuchen. Okay. Shit. Ja, Soldaten. Ich wusste, dass es hier irgendwelche Probleme gibt. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich mal rauskriegen, wie das mit den Soldaten geht. Ob es hier irgendwie eine Handelsroute gibt, wo ich irgendwie Waffen kriege. Oh, eine Waffe für 50 Gold. Oh shit. Okay. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Wie viel Kapazität haben wir denn hier? 20 Leute, die hier reinpassen, okay. Wir haben aber keinen Priester, was auch irgendwie nicht so viel Sinn macht. Müssen wir den erst anfordern? Also so irgendwie einen Briefchen an die Kirche schreiben, so von wegen, hey, wir bräuchten hier mal so einen Priester bitte? Oder so? Keine Ahnung. Aber hey. Gefällt mir hier schon. Ein bisschen größeres Haus. Okay, es ist halb im Berg drin, aber ne, unsere Leute sind krass. Die schaffen das schon. So. Ah, ich könnte hier Soldaten zuweisen. Okay, das ist ja nicht das Thema. Ich glaube mal, wir machen jetzt wieder ein bisschen Einwanderung. My Village. Wie nennen wir das denn? Also wäre ich jetzt Gronk, würde ich das Stuckenborstel nennen. weil er nennt ja immer seine ganzen Siedlungen irgendwie Stuckenborstel, egal bei welchem Spiel er unterwegs ist. Tja, wie nennt man das denn jetzt hier? Puh, keine Ahnung. Ich bin bei sowas immer scheiße. Wisst ihr was? Wenn ihr irgendwelche kreativen Vorschläge für den Dorfnamen habt, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich lasse mich da gerne von euch inspirieren. Also gerade was Benennungen angeht, bin ich echt kacke. Kann ich eigentlich dieses Ding hier mitnehmen? Nee, kann ich leider nicht. Oh, das wäre schön gewesen. Dann hätte ich den da irgendwie auf den Berg gesetzt. Aber egal. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das mit dem Fischer hinkriegen. Denn das ist natürlich eine schöne Sache. Das können wir immer brauchen. Na, wird das hier was? Du brauchst noch ein bisschen Holz, glaube ich, ja? Ja, Antonia bringt das Holz. Sie und ihr Holz. Huch, wo läufst du denn jetzt hin? Okay, die Leute wünschen sich jetzt erstmal Waren. Also Klamotten und so. Und eine weitere Ressource zum Essen. Okay. Ja gut, das ist ja jetzt nicht wild. Da können wir dann den nächsten Marktstand bauen. Weil den Fisch müssen wir ja dann auch irgendwie an die Leute bringen. Ah, okay, das läuft hier. Okay. Da kommt schon die gute Antonia mit dem Holz. Und du machst den Fischer hier fertig. Finde ich gut. Das sieht aber auch irgendwie süß aus. So dieses Häuschen mit einem Plankenweg außenrum und dem Häuschen dann hier drumrum. Das ist was, was dieses Spiel, finde ich, nicht so sonderlich gut erklärt. Holzwand freischalten. Ich mach mal beides. Dann ist das auch erledigt. Aber hier fehlt definitiv noch ein bisschen Prunk. Also ich muss mal die Kirche später dann wahrscheinlich noch ausbauen.
Oh, wir sind hier immer noch nicht fertig. Ich muss jetzt hier immer noch vorbeikommen und den letzten Schliff geben, oder was? Ach, Leute. Wo ist sie denn? Ist das Emma? Ja, da kommt sie schon. Okay, Emma, komm, lass uns hier mal die Fischerhütte fertig machen, bitteschön. Dann haben wir endlich, endlich eine eigene Ressource. Ah. Also diese Wucherpreise von unseren Nachbarn, die zahlen wir auf keinen Fall. Und cool, dass das jetzt tatsächlich geht. Das war nämlich irgendwas, was ich im letzten Try überhaupt nicht gerafft hatte. Und da, finde ich, sollten sie einem schon so ein bisschen ein Tutorial geben. Oder zumindest einen Tipp, wie man das macht. So, wir haben gerade keine freien Dorfbewohner, deswegen gucke ich mal. Ich glaube, ich werde mal einen von meinen freundlichen Steinhauern zum Fischer machen. Wo bist du denn hier? Fischer. Du möchtest doch bestimmt Fische fangen, Karl. Karl der Fischer. So, muss ich jetzt hier auch irgendwie ein Sammelgebiet zuweisen? Ich mach das jetzt hier einfach mal. Sicher ist sicher. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier irgendwie, ne? Ob das nötig ist, aber besser man hat es und braucht es dann nicht. Und ah, warte mal, hier. Oh, das können wir hier gleich noch abbauen lassen. Weg damit. Braucht man nicht. Betreiben wir weiterhin Raubbau an Mutter Natur. Also rein theoretisch könnten wir ja auch aufforsten, aber ich bin ein fieser Naturzerstörer. Okay, das ist, glaube ich, auch erledigt. Also so richtig attraktiv ist die Gegend hier zum Wohnen offensichtlich nicht. So. Mehr gibt's jetzt nicht. Ja gut, das ist hier wahrscheinlich ein bisschen zu steil. Da kann man dann nicht leben. So. Ist der Fischer denn ein Landwirt? Muss ich mal gucken, ob das zur Landwirtschaft dazugehört mit den Jobs? Nee. Das ist nur, das ist gelb und der Fischer ist irgendwas anderes. Okay, gucken wir mal. Hat schon ein paar Fische rausgezogen. Oh, cool. Das ist doch mal nice. Dann brauchen wir hier gleich mal einen neuen Marktstand, glaube ich. So. Für ein bisschen Fisch. So, wo ist er denn hier? Markt. Hier. Markt. Wir brauchen nochmal einen Lebensmittelstand. So, da darf dann unser Bauarbeiter hier ran. Lecker, lecker. Nom, nom, nom. Jetzt gleich mal lecker Fisch hier. Ja, doch, das gefällt mir so. Nur das mit dem Geld klappt irgendwie noch nicht so recht. Was müssen wir denn ausgeben? Unterhaltskosten nochmal und 180. Wow. Aber ich hoffe mal, durch den Fisch kommt jetzt wieder ein bisschen was rein. Und unsere Leute freuen sich dann hoffentlich auch über die zweite Ressource an Essen. Kriegen wir schon hin. So, wo latschst du denn jetzt hin? Ah, wieder hier zum Lager, okay. Oh, wir haben neue Dorfbewohner, das ist gut, denn wir brauchen demnächst natürlich auch noch Leute, die hier irgendwie wohnen, arbeiten. Keine Wartungskosten, das ist natürlich auch schön. Wir brauchen hier einfach nur ein bisschen Holz für und dann ist gut. Also das wird schon, liebe Leute, das wird schon. Ihr kriegt genügend Futter und alles Mögliche und lecker Fisch und so. Jetzt bräuchte man nur noch mal jemanden, der das hier baut, bitte. Wie wär's? Huch. Oh,
Oh, ich hätte mal den Bau anschalten sollen. Ah, hahaha. Ha, ha. Oh mein Gott, ich bin echt nicht gut in sowas. Ah, Himmelhilf. Schon traurig irgendwie. Aber sie setzen sich hier leider nicht auf diese Bänke. Das finde ich ein bisschen schade. Gibt es das vielleicht nicht als Möglichkeit? So. Wo sind denn jetzt hier unsere freundlichen Bauarbeiter? Leute, wir haben hier was zu tun. Wir brauchen einen Marktstand. Wir brauchen mehr Geld. Ich sehe das schon kommen. Ich gehe wieder hier total pleite. Ah ja, hier kommt sie schon. Sehr gut. Und hier kommt auch schon der Händler. Der uns gleich mal ein bisschen Geld reinbringt. Das ist gut. So gehört sich das, Kumpel. So gehört sich das. Okay, das machen wir jetzt noch. Machen wir ein bisschen schneller. Kommt, Leute. Ich will diesen Marktstand. Baut uns einen Marktstand, bitte. Ja. Party. Das sieht so bescheuert aus, wenn die hier rumrasen. So, was verkaufen wir denn hier Schönes? Wir verkaufen Fisch. Und wir brauchen einen freien Dorfbewohner. Na, haben wir hier schon jemanden? Hm. Nee, noch nicht. Ach, da, die kommen erst noch. Warte mal, ich muss mal kurz jemanden umwidmen. Du möchtest gerne Marktarbeiter werden. Das wusste ich schon immer. Ich habe dir das einfach so angesehen. So. Und schon gibt es Fisch. Wir sind schon wieder bei minus 1. Nein, ich habe zu viele Gebäude. No. Wir werden arm werden. So, ihr Lieben, wir sehen uns aber in der nächsten Folge Foundation, wenn ich es wieder mal schaffe, meine Wirtschaft zugrunde zu richten. Ich bin gespannt. Und ich freue mich natürlich darauf, wenn ihr wieder reinschaut. Und vergesst nicht, mir einen Tipp zu geben für einen ordentlichen Namen für unser kleines Dorf. Bitte rein in die Kommentare, ich freue mich schon auf eure Vorschläge. Macht es gut, ihr Lieben, bis dahin und tschüss.